Hey Leute, was geht? Prunz, dann herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu FIFA 20 und heute bauen wir ganz viele Food Draft Teams, denn ich habe einige FIFA Points aufgeladen. Ich denke 15 bis 20 Drafts werden wir machen, davon die besten schneide ich euch in diesem Video zusammen und das Ziel ist es in diesem Video, das 190er Draft zu knacken und damit wohl einen Weltrekord aufzustellen, denn ich habe auf YouTube geschaut und ich habe noch niemanden gesehen, der einen 190er Draft gepackt hat. Viele waren nah dran, hatten 189. Da hat nur ganz, ganz wenig zu 190 gefehlt und ich setze mich jetzt wirklich hin für eine Stunde, für wahrscheinlich mehr, werde die ganze Zeit draften und ich guck mal, ob ich an die 190 rankomme. Wenn ihr das Ganze feiert, dass ich in diesem Video ganz viele Drafts mache, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Wenn neu auf meinem Kanal ist, solltet ihr unter diesem Video auf jeden Fall abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Ab geht's. Komm und gib uns eine geile Formation. Wenn wir eine geile Forma kriegen, dann können wir ein geiles Draft bauen. Interessante Formationen sind dabei. Sind jetzt aber in meinen Augen nicht die allergeilsten Formationen. Wir gehen einfach mal mit der Dreierkette. Wenn alles perfekt läuft, kann man hier trotzdem was Geiles bauen. Lionel Messi als Captain, 94er Rating ist sehr, sehr wichtig. Der pusht schon mal gleich ein bisschen hoch. Stürmer Nummer 1, Luis Suarez, 89er Rating, auch sehr stark. Wen kriegen wir daneben? Okay, die kannst du komplett vergessen. Die kommen nicht mal auf die Ersatzbank, die kommen sogar in die Reserve. ZOM ist eine wichtige Position, auch zum Connecten. Da müssen wir vielleicht sogar mit James gehen wegen dem Link. Aber ich würde Eriks nehmen, der hat ein höheres Rating. Und Premier League werden wir sowieso noch irgendwo in diesem Team bekommen. Ja, hier ist ein Premier League-Spieler, der muss aber auf jeden Fall auch aus der Startelf raus. Das steht fest! Busquets oder Kanté, auf jeden Fall Busquets für den Link zu Messi, sehr wichtig. Wenn wir vier, die schon im richtigen Rating-Bereich sind, das ist ganz geil. Und der nächste kommt dazu mit Sergio Ramos, Piqué. Wäre für die Chemie sogar noch geiler. Der will komplett alles voll machen, dieser ein Rating-Punkt, der wird es am Ende nicht ausmachen. Piqué, sehr wichtiger Mann. Jetzt kommt De Ligt, der hat das höchste Rating, hier nehmen wir den mit. Auch wenn er gar nicht reinpasst, aber... Der kommt sowieso später hoffentlich nicht in die Startelf. Was geht hier ab? Was ist das denn? Der Silberspieler scheißt gerade komplett rein und das linke Mittelfeld auch. Warte, wir gucken kurz. Die gesamte rechte Seite taugt, die gesamte linke Seite nicht. Torwart ist jetzt auch nicht der allergeilste. Ah, 86er Rating ist es jetzt gerade mal. Aber wenn den Silberspieler wegtut und einige Spieler dann noch wegbekommt, dann ist man direkt viel, viel höher. Komm, gib eine Ikone oder irgendwas Krankes. Eden Hazard, das ist schon mal nice. Da haben wir ja noch mehr La Liga jetzt. So, nächster Pick. Hoffentlich noch mal was ganz Nices. Oblak und Salah. Oblak. Oblak im Tor auf jeden Fall. Zack. Rating ist schon auf einer 88. So schnell geht das. Nächster geiler Spieler kommt hier hoffentlich. Inzaghi wird auch so viel Chemie bringen. Den muss man in dem Fall auf jeden Fall mitnehmen, plus 15. Bam. Das 89er Rating ist es noch nicht. Aber wir haben auch noch einen Silberspieler drin. Das darf man nicht vergessen. Griezmann. Antoine Griezmann. Plus 2. Der hier weg. Dann haben wir schon das Rating. Und wenn wir jetzt theoretisch noch den Silberspieler hier rausstellen, dann müsste das schon beinahe die 90 sein. Also wir brauchen einen neuen Innenverteidiger. Gib mir irgendwas Geiles hier. Robertson. Theoretisch könnte der zumindest besser sein als De Ligt, was die Chemie angeht. Alles so ein bisschen kompliziert hier gerade. Ha, wir machen mal weiter. Komm, komm, komm schon. Das ist eine sehr wichtige Prosi hier. Shit, nicht ganz so gut. Keeper haben wir sowieso schon nice, aber hohes Rating hier wäre nochmal wichtig. Lopez 85. Ah, wir entfernen uns gerade. Wir brauchen noch absolute Kracher gerade. Das Problem ist, wir haben halt wirklich noch keinen Ronaldo, noch keinen Neymar bekommen und sowas. Und hier noch einen anderen Verteidiger. Dann wird es hier ganz anders aussehen. Aber wenn uns die nicht gegönnt werden, dann wird es natürlich schwer. Kanté ist auch nochmal einer, der einen guten Unterschied machen kann. Plus 3 bringt der hier. Ah, was machst du hier? Den vielleicht nochmal rein. Ah, da muss jetzt anders gegönnt werden. Da muss ehrlich jetzt Pelé und Ronaldo kommen. Dann geht hier vielleicht noch irgendwas. Ja, bei allen anderen Spielern geht das absolut nicht in den richtigen Bereich. Nee, das ist nochmal zwei
Picks, die uns gut hochgenommen haben. Wenn wir die Ersatzbank sortieren, könnten wir vielleicht auf eine 89 kommen, wobei es schwer. Nee, das Draft war schon mal zum Start ein ganz guter Ansatz. Aber, ja, man muss halt wirklich alles bekommen, um die 190 zu erreichen. Man muss perfekte Spieler kriegen, viele Ikonen, wir haben hier nur eine einzige. Da muss einfach alles stimmen. Hier hat noch nicht alles gestimmt. Mit einer guten Formation geht alles. 3-4-3. Wir probieren es mal wieder. Captain Auswahl, okay. 90er im ZM ist wirklich eigentlich stark, muss man sagen. Modric. Jetzt brauchen wir hier aber auch irgendwas Krankes. Aber hier ist es schwer, auf der Position was Krankes zu kriegen. Sancho als Engländer vielleicht noch am einfachsten zu linken. Komm, gib mir auf dem rechten Flügel was Krankes. Sterling hätte den Link zu Sancho. Ich muss Salah mitnehmen, 2 Ratingpunkte. Ja, kann man nicht einfach wegwerfen. Stürmer, Griezmann. Okay, wenn wir später noch Messi kriegen, dann hier irgendwie und dann Messi dahin tun. Wäre geil. Linker Flügel, Neymar und Hazard. Komm, wir nehmen mal Eden Hazard mit. 1 Ratingpunkt. Ist vielleicht nicht so der Krieg. Wenn wir dann noch mit Kroos hier gehen, dann ist das nice. Denn, oh, hier noch einer aus der La Liga. Was gibt der mir auf einmal für eine Position? Aber ist okay. Wir wollen mit La Liga gehen. Wir können mit La Liga gehen. Wenn wir jetzt im LM auch das La Liga-Glück haben. Le Mans ist aus der La Liga. Das bietet sich ja perfekt an. Chemie haben wir schon mal gut da. Jetzt können wir den Rest auch Premier League eigentlich machen, je nachdem, was jetzt der höchste Spieler hier ist. Okay, scheiß drauf, die kommen alle auf die Ersatzbank. Komm, Ikone, Premier League, irgendwas. Puyol, auf geht's, Junge, auf geht's. Jetzt noch ein geiler Keeper. Oh mein Gott, und immer die Torhüter flocken gerade richtig. Was ist das denn? Das können die doch nicht ernst meinen. Messi, wir haben es gecallt, dass wir ihn wollen. Wir haben ihn bekommen, 90er Chemie ist da. Und da kann man, wenn man hier Keeper und Innenverteidiger umtauscht, schon direkt auf die 100 kommen. Das geht richtig einfach eigentlich gerade. Mané. Kann man auch hier erstmal noch mitnehmen. Hat das höchste Rating für die Ersatzbank. Ist das gut. Alle anderen davon werden auch nicht für die Startelf gebraucht. Zlatan Ibrahimovic 86. Ist auch okay. Ist jetzt nicht das allerhöchste Rating, aber kann man mitnehmen. Gulashi, Isco ins rechte Mittelfeld stellen, theoretisch. Aber wäre halt ein Rating Downgrade. Aber wir können mal gucken. Nee, Chemie bringt das nicht mal hoch. Okay, Skandal. Wobei, warte, wenn ich den hier hin tue und dann hier einmal wechsle, dann wird es schon hochgehen. Ah, wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Keeper und einen neuen Innenverteidiger. Das kann so einen großen Unterschied noch machen. De Gea, Ehrenmann, Ehrenmann, Strongling zu Puyol. So, De Gea ins Tor. Dann einmal hier den wegmachen. Dann ist es schon das 89er Rating. Neuen Innenverteidiger. Digga, gib mir Van Dijk bitte. Gib mir Van Dijk. Nein, Umtiti. Warte mal, der wird auch richtig gut passen. Umtiti. Jordi Alba. Jordi Alba wird auch krank passen. Der hätte zwar nur einen orangen Positionslink, aber der wird alle anderen um sich rum voll machen. Nehmen wir mal Jordi Alba mit, dann hätten wir die 100 Chemie mit diesem Team auch. Dann müssen wir da gar nichts mehr groß ändern. Dann müssen wir jetzt nur hoffen, dass wir halt wirklich diese andere kranke Ersatzbank kriegen. Diese richtig glückliche mit Ronaldo, Pelé oder halt einfach noch einen neuen Innenverteidiger. Hier Ramos, hier noch einen anderen. Dann wird das auch so passen, Ikone oder so. Dann könnte das auf jeden Fall noch das Rating hochballern. Bruder, und dann sowas. Immer wenn man groß Geschichten erzählt, was man braucht, dann kommen diese absoluten Flops. Auf der 89 sind wir noch. Komm schon. Komm schon, komm schon. Die machen dieses andere Auge gerade. Oh, bitte, 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 bitte. Nee, okay, jetzt kann man es langsam vergessen. Das sind jetzt zu viele Spieler nacheinander, die einfach viel zu niedrig sind. Wir kommen hier nicht mal halbwegs gerade mit den Spielern in den Bereich, wie ich es mir vorgestellt habe. Alter, das hat ja jetzt richtig gefloppt zum Ende mit den Sachen, die wir bekommen haben. Sehr, sehr schade. Das hatte auf jeden Fall am Anfang richtig Potenzial. Aber das wäre es auch einfach gewesen, ohne Neymar, ohne Ronaldo, ohne Pelé, so ein Team ohne Van Dijk aufzubauen. Das ist dann einfach nicht drin, nehmen wir irgendeinen Manager. 188 hätten wir schon mal, ist der erste kleine Step.
wo Chemie gut ist, Rating okay ist, aber da geht mehr. Dann FIFA Points für ein Draft mit der 4-3-2-1 Formation. Wir haben bisher noch kein einziges Mal bei 10 Drafts Pelé bekommen. Und dabei bleibt es an dieser Stelle auch. Aber Puyol ist natürlich ein Weltklasse in den Verteidiger. Machen wir beim rechten Sturm weiter. Komm, Salah zumindest, wenn nicht Messi. Salah 90 kann man sich mit anfreunden. Jetzt im Sturm. Eine geile Wahl. Die besten Premier League-Spieler quasi. Höchstes Rating hier hat Kane, hat auch sonst keiner einen Stronglink. Und dann nehmen wir Harry Kane mit. Neymar jetzt. Vielleicht auf dem linken Flügel. Sané, okay. Bauen wir jetzt ein komplettes Premier League-Team oder was soll das hier werden? Dann aber auch ein De Bruyne in Form im Mittelfeld, bitte. Okay, einfach keiner aus der Premier League. Das ist jetzt ein bisschen schade. Uns fehlen wirklich diese Weltstars gerade noch. Pogba ist gut. Das kann man so sagen. Jetzt De Bruyne bitte. Come on! Da ist er. 92. Das meine ich. Uns haben die Spieler über 90 gefehlt. Jetzt geht's langsam anscheinend los. Arnold, richtig guter Außenverteidiger. Was sagt die Linksverteidigerposition? Ist die auch so nice besetzt? Robertson wäre gut. Aber das Rating. Wir brauchen langsam welche mit etwas höherem Rating. Wir nehmen Jordi Alba. Notfalls hat er ja einen Strong Link. Zu Puyol. Zack. Zack. 92 Chemie einfach schon. Keeper. Das ist mal wieder ein Flop. Das ist einfach lächerlich. Aber wir haben jetzt schon fast ein volles Team. Bitte, gönn mir einen geilen Ersatzkeeper. De Gea oder so. Ter Stegen. Würden wir nicht auf voll kriegen. Lloris. Würden wir auf voll kriegen. Ter Stegen hat 2 Ratingpunkte mehr. Das ist jetzt ein Krampf. Das ist wirklich ein Krampf. Scheiße, Mann. Ich nehme Lloris mit, damit wir die Chemie auf jeden Fall am Ende voll haben. Aber jetzt geht es darum, nochmal diese Kracher zu bekommen. Wir haben weder Messi noch Neymar noch Ronaldo und wir haben trotzdem schon ein geiles Rating gerade. Wie wäre das denn, wenn wir die hätten? Ich habe das Gefühl, die kommen jetzt einfach nicht. Das wäre wirklich hart. Das wäre sehr schade. Das wäre zu viel einfach, wenn wir keinen von denen bekommen. Für die Ersatzbank ist der auf jeden Fall nice. Komm, einer von denen jetzt auf jeden Fall mal Messi. Kann man hier nicht in die Startelf einbauen? Ah, Gero theoretisch schon, aber wo? Im linken ZM oder was? Nee, Messi muss. 94er Rating. Gibt keine Diskussion an dieser Stelle. Ah, was ist das denn? Komm, wir tun mal Messi hier hin. Mal gucken, ob das schon was ändern würde. 89er Rating wäre das schon. Aber jetzt brauchen wir wieder diese Van Dijk-Ronaldo-Ersatzbank, die einfach nicht kommt. Wie kann das denn sein? Dass es jedes Mal daran scheitert. Pirlo, okay, das ist nice. Der ist in der Startelf jetzt natürlich nochmal deutlich besser. Wenn wir hier Neuer nochmal mit hin tun, dann noch, weiß nicht, Asensio hier mit hin tun, hätten wir das 89er Rating wieder. Also es ist noch nicht lost. Ronaldo auf der Bank, Pelé auf der Bank, aber das ist halt unrealistisch gerade. Das muss man einfach zugeben. Hier haben wir noch einen 83er, der uns vielleicht nochmal in den Bereich bringt. Komm. Komm, 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 komm! Ah, 91er Hazard, 89er. Das reicht alles nicht. 91er Hazard ist natürlich besser als das meiste, was wir auf der Bank haben. Aber jetzt muss halt ja wirklich nochmal Ronaldo hinterherkommen und das ist nicht der Fall. Shit, wieder eigentlich ein richtig geiles Team mit einem ganz geilen Rating, obwohl halt wirklich wieder richtig viele kranke Stars fehlen, was wirklich schade ist. Wieso fehlt denn jedes Mal ein Ronaldo, ein Pelé, ein Neymar? Das sind schon 3 Topstars, die einfach komplett nicht mit dabei sind, die komplett hochpushen würden. Und Messi ist nicht mal in der Startelf, also 188 dafür, dass wir aus der Top 5 eigentlich keinen in der Startelf haben, ist auch schon eigentlich ziemlich gut. Aber jetzt brauchen wir wirklich mal diese Top 5 Karten. Okay, wie selten Pelé ist, ist echt ein Skandal. Ich habe jetzt schon 28 Drafts runter. Ich habe den vielleicht 2 Mal oder so bekommen. Und dann jedes Mal, wenn ich ein Draft-Game starte, um zu quitten, dann haben die Gegner den. Habe ich einen verfluchten Account oder so? Was geht hier ab? 4-3-3 nehmen wir. Und jetzt eine gute Captain-Auswahl. Vielleicht Pelé dafür, dass wir uns beschwert haben. Wäre ganz geil gewesen. Wir nehmen natürlich Cristiano Ronaldo mit. Lionel Messi kommt hier auf Ansage. Hat man daran gesehen, dass die Animation so pink war. Da ist Messi dann immer der Beste.
Und dann hoffen wir, dass hier auch nochmal was Gutes kommt. Hazard und Neymar sind beide da. Hat man auch daran gesehen, dass die Animation pink ist. Wäre sie schwarz gewesen, wäre Hazard nicht dabei gewesen, aber Neymar vielleicht. Wir haben die Top 3 Offensivspieler direkt hier. Wer Pelé weglässt, der darf aber gerne noch auf der Ersatzbank später kommen. Boah, und danach dann direkt so ein krasser Absturz. Bitte, Verratti, De Jong. Einer von denen. Verratti ist da, De Jong ist da. Wen von den beiden will ich jetzt nehmen? Wen kriegt man seltener? Ich finde, seltener hat man einen, den man mit Neymar gut linken kann. Deswegen gehen wir mit Verratti. Hier kriegen wir vielleicht nochmal irgendeinen La Liga-Spieler. Ja, das auf jeden Fall. Aber halt keinen, den man gebrauchen kann. Wir haben zwei Spieler auf jeden Fall in der Startelf, die unbedingt weg müssen. Okay, das ist gut. Aspi, Sergi. Komm, wir gehen mit Sergi Roberto. Linksverteidiger Alexandro Zanetti kommt hier. Danke, hat man auch wieder an der Animation gesehen. Ich habe Drafts studiert. Ich habe 28 Drafts gerade am Stück gemacht. Ich kenne das auswendig. Ich weiß, wann was kommt. Ich weiß aber auch, und das habe ich im Gefühl, und das kommt auch sehr rüber, als könnte aus diesem Draft hier was werden. Komm, wir nehmen Laporte für den Franzosen Link. Weiter geht's. Stones daneben für den Strong Link. Oder nehmen wir den? Warte, wer bringt mehr? Beides gleich. Nehmen wir mal Stones mit. Dann können wir den Keeper nämlich direkt voll machen. Wenn wir hier jemanden aus der Premier League haben. De Gea. Passt auf jeden Fall. Lloris. Ja, bringt das gleiche. Nehmen wir De Gea mit. 88er Rating. 9 ZM. 9 ZOM. Dann kann man hier direkt viel rausholen. Okay, hier passt irgendwie keiner. Nehmen wir Neto mal erstmal mit. Neuer ZM, neuer ZOM. Yay, hört ihr mir zu? Brand ist auf jeden Fall besser im ZOM als der Typ, den wir da gerade haben, aber passt jetzt auch nicht wirklich rein. Dybala, das wäre mal eine Sache, wenn der kommen würde. Oder Pelé halt. Der würde da auch eine perfekte Figur machen. Mané können wir mal hinstellen. Dann tun wir Brand mal hier hin und dann haben wir sogar 89er Rating schon. Ich hatte auch schon ein paar Drafts, wo ich ein 90er Rating zwischendurch hatte. Aber da haben die letzten Spieler dann immer so sehr reingeschissen, dass dann alles versaut wurde. Ah. Hier könnten die letzten Spieler eventuell gönnen. Weil bisher noch nicht so extrem viel gegönnt wurde. Aber wir haben zu selten die pinke Animation. Das heißt, da weiß man eigentlich, dass nicht so rausgehauen wird. Ey, ehrlich. Ich habe Drafts inzwischen studiert. Ich weiß, wann was Gutes kommt und jetzt weiß aber jeder auch gerade, dass hier kein gutes Draft mehr draus wird. Eine 188 können wir da bestimmt wieder irgendwie draus machen, aber hey, es fehlen wieder die wichtigen Sachen. Hier zum Beispiel so ein Dybala wäre Gamechanger gewesen, denn noch ein paar hohe auf der Ersatzbank hätte man wieder viel draus machen können. So ist es mit Cristiano Ronaldo einfach so schwer, den auf Chemie zu bringen, wenn man da keine Ikonen in der Nähe hat, aber ich versuche es noch ein bisschen weiter. Wir sind echt so am Kämpfen, hier das perfekte Draft hinzukriegen. 5, 2, 2, 1, 5er Kette. Hatte ich, glaube ich, bisher nur ein einziges Mal. Und wir kriegen Pelé bei der 5er Kettenform, der viele Links hat. Das ist Weltklasse. Oh mein Gott. Und dann immer sowas hinterher. Das ist immer ein Krampf. Ich hatte, glaube ich, auch noch nie den Pelé-Neymar-Link. Der darf jetzt auch einmal bitte kommen. Ich glaube, das ist irgendwie unmöglich, Pelé und Neymar nebeneinander zu kriegen. Jetzt müssen die ZMs aber krass sein, weil noch viel mehr schlechte Spieler können die mir nicht geben. Kommt De Jong für den Link zu Messi, der hoffentlich später kommt. Und Pirlo jetzt einfach, weil er es kann. Ehre auf Ansage. So. Boah, wenn wir jetzt noch hier Messi haben, sieht das sogar ganz geil aus. Dann brauchen wir Sergio Roberto oder so hier. Oder warte mal. Messi hat dann voll, wir brauchen keinen Sergio Roberto. Können mit Walker... Doch, wir nehmen einfach Sergio Roberto. Passt schon. Diese zwei Ratingpunkte bringen uns nicht um. Van Dijk ist sehr, sehr nice. Dann machen wir mit Premier League hier in der Mitte weiter. Otamendi ist okay. Und was kommt hier jetzt noch? Okay, das ist eine Krampfwahl. Mustafi. Ah, ist nicht ganz so geil. Linksverteidiger Jordi Alba. Ist hier auf jeden Fall der beste Robertson. Hat die Verbindungen, aber das Rating insgesamt ist trotz einiger geiler Spieler, die wir haben, noch nicht so nice. Rechter Flügel ist Messi echt Pflicht in diesem Team. Die einzige Option, das hier nochmal krass abzugraden. Messi, komm. Nein, Zanetti. Junge, da kriegt man eine Ikone
Und das ist einfach quasi die unnötigste, die man so irgendwie bekommen kann. Shit. Obwohl wir ja schon zwei Ikonen haben, aber jetzt Messi. Ja! Das könnte nochmal ein Game Changer werden. So, volle Chemie haben wir jetzt auf jeden Fall. No, 189 ist es schon. Es geht nur noch ums Rating jetzt eigentlich. Nur noch ums Rating. Verratti, Laporte. Für die Innenverteidigung als Stammspieler wäre wichtig. Das ist aber noch nicht die 190. Puh, wir kratzen aber jetzt so nah an der 190 wie noch gar nicht. Die 90 hatte ich oben schon ein paar Mal stehen, aber da hatte ich so eine richtig beschissene Chemie. Das ist diesmal nicht der Fall. Diesmal sieht die Chemie sogar ganz nice aus. Das reicht auch noch nicht. Wir brauchen diese richtig kranke Ersatzbank jetzt. 87 ist okay. Ist okay, ist nicht so schlecht. Komm, noch was. Oh mein Gott, was ist das denn? Okay, da müssen wir jetzt Auge machen, Pipi hier auf die Ersatzbank tun. Brozovic, okay, da verließen sie uns dann wieder komplett leider auf der Ersatzbank. Warum sind denn die Ersatzbankspieler gerade immer so ein Müll? Das ist ja nicht mehr annähernd irgendwas. Oh mein Gott! Was ist das denn? Was ist das denn? Was kam da denn jetzt gerade auf uns zu alles? Komplett wild. Also 188 kann man machen, wenn man die Bank sortiert, glaube ich. Das ist ja jetzt auch nichts Besonderes mehr. Das hatten wir schon ein paar Mal. Und ja. So langsam verstehe ich, warum noch niemand einen 190er Draft geschafft hat. Aber es wäre ja auch ein Weltrekord. War ja klar, dass man das nicht unbedingt direkt packt. Aber wir haben noch ein paar Versuche. 4, 5, 1. Ganz wilde Formation. Aber das ist die Formation, mit der wir es diesmal probieren. Wer wird unser ZOM? Die Baller. Und jetzt Ronaldo? Alter, das wäre diese andere Connection. Das wäre aber zu viel des Guten. Das wäre dieser andere glückliche Zufall oder Pelé. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich nehme Pelé mit, weil man den so selten bekommt. Aber wenn man dann noch Ronaldo auf der Ersatzbank bekommt, Pelé ins ZOM stellen kann, dann wäre das absolut Ende. Dann kann ich mir nichts Besseres vorstellen, außer hier auch noch einen De Bruyne zu kriegen. Krank. ZM, da auch nochmal was Krasses bitte. Pogba, De Jong, Kroos. Okay, Pogba auf jeden Fall. Der hat sowieso aufgrund von Frankreich gleich noch ein paar Links am Start. Giggs bitte, Ikone, danke. Der ist nämlich der Beste, den man im LM kriegen kann. Alter. Ist das bisher stark? Sergi, Roberto oder Carvajal? Volle Chemie. Ist bei Messi auf jeden Fall auch da. Zumindest jetzt, was die Links angeht. Was die Position angeht, natürlich nicht. LV einfach Jordi Alba oder so. Fürs hohe Rating. Junge, von den Spielern her ist das jetzt definitiv das beste Team. Bei den Innenverteidigern wird es jetzt reinscheißen, das weiß ich schon. Aber wenn der zweite Innenverteidiger zumindest halbwegs okay ist, kann man da vielleicht was machen. Raul Albiol kommt für den Strong Link. Keeper, vielleicht auch irgendwas. Neto Neuer. Neuer für das Rating, würde ich sagen. Oder Neto für die Cam. Neuer fürs Rating. Den anderen Keeper aus der La Liga kriegt man hier locker nochmal. Courtois oder so. Oh, De Gea für die Spanier. Warte, ich gehe auf die Spanier. So, weiter geht's. Bale, Neymar. Neymar, wie geil ist das? Boah, wir müssen einfach echt nur noch Ronaldo kriegen nochmal. Dann kann ich für nichts mehr garantieren hier. Neymar nehmen wir mit fürs 92er Rating. Warte mal, ich stell den mal einfach hier rein. Das müsste ja das Rating schon easy auf die 90 gerade bringen. Zu krass einfach, zu krass. Jetzt noch Cristiano Ronaldo, dann Pelé in ZOM. Dann bin ich mir sogar sicher, dass wir es am Ende packen können, werden, wie auch immer, wenn wir alles richtig aufstellen. Aber den halt jetzt zu kriegen, dafür braucht man dieses andere Glück. Jiménez. La Liga Innenverteidiger. Höchstes Rating von all denen hier, okay. Nehmen wir Neymar erstmal wieder kurz raus. Dann haben wir zwar den Ratingpunkt verloren, aber da kann man später ja noch gucken, wie man das macht. Wie man hier alles connected. So, was kommt hier für eine Wahl? Das Costa, Philipp Anderson. Come on, dieser Cristiano Ronaldo. Der ist ehrlich dieser eine, der fehlt, um es komplett zu machen. Dann kommt der hier hin, Pelé hier hin.
alle voll gefühlt dann. Das wäre einfach anders. Wir gucken mal hier bei den Ersatzinnenverteidigern kurz. Ah, De Vrij. Nee, kannst keinen von denen spielen lassen. Alexander Arnold. Passt alles nicht. Können Neymar hier aber schon mal einmal mitnehmen. Auf die Ersatzbank. Bitte, bitte, bitte. So ein Ramos oder so. Der wird auch so viel machen. Ey, das kann doch nicht sein. Da hat man schon zwischendurch das 90er Rating hier gehabt. Ja, und dann macht das hier schon wieder so eine ganz wilde Aktion, das Draft. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann hier sowieso gerade nur die mit den höchsten Ratings nehmen, um noch irgendwas rauszuholen. Aber mehr als beten auf einem Ronaldo kann man dann auch nicht machen. Und wenn der nicht kommen will, dann will der halt einfach nicht kommen. Okay, der allerletzte Versuch. Die Challenge hat uns leider besiegt, würde ich sagen, in dem Fall. Es sei denn, hier passiert noch was Unglaubliches zum Ende hin. Lionel Messi, mal wieder Kapitän. Über Lionel Messi steht ein Dembélé. Zwei Barca-Spieler schon. Der dritte darf gerne folgen mit Griezmann. Okay, die sind schon mal alle connected. Und einen besseren Link als Griezmann zu Dembélé mit dem Perfect Link kann man gar nicht bekommen. Bauen wir jetzt mal wieder ein volles La Liga-Team? Na, nicht ganz. So ein Pirlo mischt sich da noch ein. Jetzt hier vielleicht Modric oder so nochmal daneben. Kroos würde gehen. De Bruyne hätte das bessere Rating. Wir wollen wahrscheinlich eh jetzt auf der linken Seite in die Premier League, würde ich tippen. Aber wir gehen mal jetzt zum Schluss nochmal auf ein Team, das auf jeden Fall die volle Chemie zusammenbekommt. Bitte Puyol, danke. Ich habe diese Drafts studiert, ehrlich. Direkt an der Animation gesehen, dass Puyol kommt. Linkes Mittelfeld, wenn es pink wird, ist es Giggs. Ja, okay, wäre auch zu krass, wenn jetzt zwei Ikonen nacheinander gekommen wären. Lemar. Warte mal, hier kann ich aber vielleicht ein bisschen... Wobei, hier wegen einem Ratingpunkt jetzt Risiko eingehen, wäre ein bisschen unnötig. Ha, so ab geht's in die Defensive. Das ist ein Krampfspieler. Wir bleiben in der La Liga. Bauen hier unser volles La Liga-Team. Uns juckt ehrlich gar nichts. Okay, das hat sich jetzt erledigt. Volles La Liga-Team wird es doch nicht, aber... Wir haben hier einen Frankreich-Link auf der Seite und wir haben die Chemie in diesem Team jetzt schon so gut wie voll. Das ist anders. Okay, der Keeper wird sowieso nicht spielen. Hoffe ich einfach mal, dass wir noch einen besseren bekommen. Ja, Courtois. Warte mal, muss ich kurz überlegen. Lloris wäre besser. Bei Lloris haben wir den Keeper voll. 188 ist es jetzt. Da wird auf jeden Fall noch deutlich mehr gehen. Neymar. Er wird das Team auf jeden Fall vom Rating her ein bisschen hochpushen, aber sonst ein bisschen runter. Bale, wird nicht so viel bringen. Nehmen wir mal Neymar mit. Zack, tun wir den mal rein. Ein Manager kann safe 2 Punkte holen, von daher sollte das eigentlich theoretisch gehen. Was bekommen wir hier? Baumann. 189 ist es schon. Not bad. Not bad, not bad. Nächster Spieler. Robert Lewandowski, okay, hohes Rating, sehr, sehr hohes Rating. Der Spieler ist Mahrez, auch nicht schlecht. Die Startelf ist halt fast unmöglich, jetzt noch was zu bekommen. Ah, Piqué, warte mal. Oh, sehr nice, weil der rechte Innenverteidiger war noch mit der größte Krampf im Team. 189 gerade. 189, heftig. Zum Abschluss nochmal so ein geiles Draft. Warte mal, wenn ich den hier reinstelle, ist das halt auch nochmal ein kleines Upgrade. So, 190 ist es aber leider noch nicht. Schade, schade, schade. Und wir kennen das, der Ersatzmann macht jetzt wieder dieses andere Auge. 86er Sané ist gar nicht mal so schlecht. Das ist noch okay. Wer könnte noch pushen? Ah, eigentlich gibt es aber auch kaum Spieler, die jetzt in der Startelf noch groß Trouble machen könnten. 90er Salah einfach. Aber kann ich halt wirklich nicht ins Team einbauen. Krass, krass, krass. Also das ist das Team jetzt. Das allerletzte Draft ist noch das, was einfach am dichtesten dran ist. An der 190. Das ist echt heftig. Wie lange wir hier die 189 halten? Brozovic nochmal. Nächster Pick. Ah, das ist natürlich nicht so stark. Van Arnold kommt hier nochmal.
Und der letzte Spieler auf der Bank ist nochmal eine Silberkarte. Schade. Damit kommen wir leider auch in dem Draft, wenn wir den perfekten Mix aus Chemie und Bewertung haben möchten, wieder nur auf eine 188. Wir können auf die 89er Bewertung hochkommen. Aber halt wirklich nur, wenn wir die Chemie jetzt absolut verranzen. Und das lohnt sich halt auch nicht. Puh, ist echt eine harte Challenge, bin ich ehrlich. Mal gucken, ob wir uns da nochmal ransetzen, ob wir uns da nochmal rantrauen, bevor irgendwelche neuen Karten rauskommen. Das war's noch schon von diesem Video. Wir haben alles gegeben, wir haben gekämpft, wir haben mega viele Drafts gemacht. 40 Stück an der Zahl. Wir hatten ab und zu mal eine 90. Ich weiß nicht, hatten wir ab und zu sogar schon mal eine 190 oben stehen. Ich glaube, das hatten wir nicht gepackt. 189 auf jeden Fall für eine lange Zeit jetzt allein in dem letzten Draft. Aber dass am Ende wirklich die 190 dasteht, dafür muss alles stimmen. Da musst du Ronaldo, Pelé, Neymar, Messi, musst alle bekommen, alle perfekt auf Chemie haben. Ja, deswegen, ich glaube, das geht nicht mal. Ich würde sagen, wir probieren die Challenge nochmal, wenn ein paar neue Special Cards rausgekommen sind und wenn das Ganze eventuell ein bisschen realistischer ist. Falls ihr aber schon irgendjemanden gesehen habt, der eine 190 gepackt hat, dann haut mir auf jeden Fall mal den Link dazu oder irgendeinen Beweis oder irgendwas in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wer neu auf dem Kanal ist, kann gerne unter dem Video abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich bin raus, macht's gut, ciao.